Es passiert, wenn du schläfst. Was genau da passiert, das werde ich dir in diesem Video erklären, denn wir bekommen einen extremen Energieschub, der alles verändern kann in unserem persönlichen Leben und wie wir davon profitieren können, wie wir auch richtig intensiv daran teilhaben können, das werde ich dir in diesem Video erklären. Und es ist sehr gut, dass du heute hier bist. Es passiert, wenn du schläfst. Das bedeutet, dass es über Nacht passiert. Und zwar am 21.01., wenn der Neumond, der erste Neumond in diesem Jahr mit seiner Energie zu uns kommt. Und das wird sein um 21:54 Uhr. Da wird er sich in seiner Energie entfalten und uns beschenken. Denn er steht im Sternzeichen Wassermann. Und ein Neumond im Wassermann, das ist etwas Wundervolles, denn die Energien beginnen zu fließen. Viel Neues kann sich in Gang setzen. Und ich werde euch ein so schönes Ritual am Ende des Videos verraten, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt, denn ich finde es genial. Also dieser Wassermann ist ja sehr beweglich. Dass ihr wisst ja, wenn man jetzt an das Wasser denkt, es fließt um jedes Hindernis herum, es bahnt sich seinen Weg, es sucht sich seinen Weg. Und auch wenn der Mond jetzt nur noch als kleine Sichel zu sehen ist, bringt er ganz viel Energie auf die Erde mit einer intensiven Wirkung. Und dieses sehr agile Luftzeichen, das ist natürlich eine Bereicherung für uns, denn es ist Der Wassermann ist bekannt für seine Veränderungen und für seine flexible und individuelle Art. Und es wird tatsächlich jedes Sternzeichen davon profitieren. Jedes Sternzeichen wird auf einmal wagemutiger werden, wird entdecken, dass es da noch was gibt, was man auflösen kann, wird vielleicht einen neuen Schritt wagen in eine neue Zukunft. Also ist es total spannend, was da passiert. Und wir gehen ja jetzt, es ist ja noch nicht Neumond, aber wir steuern ja in diese Energie hinein. Und deswegen ist es gut, wenn du dich heute schon gedanklich darauf vorbereiten kannst und dann auch direkt am Neumond, am 21.01. dieses Ritual durchführst, was ich dir nachher verraten werde. Der Wassermann ist auch, man könnte sagen, so ein kleiner Rebell unter den Tierkreiszeichen, denn er hat auch einen sehr starken Verstand. Er bringt uns also dazu, dass wir ganz anders denken, dass wir auch eine riesengroße Freude entwickeln für neue und positive Energien, die uns dieser Wassermann einfach so bringt. Und er gibt uns auch Mut, ganz viel Mut für lang ersehnte Veränderungen, also für etwas, was wir uns vielleicht die ganze Zeit noch nicht getraut hatten zu tun, das wird uns diese Energie bringen und sie wird uns noch mal richtig aufrütteln und auch wird sie viele Menschen in den Weg des Erwachens bringen, denn dieses Aufrütteln ist auch etwas, was die Menschen zum Erwachen bringt. Und das, was wir an diesem Tag sehr intensiv erleben werden, natürlich auch schon 2 Tage vorher und 2 Tage nachher, aber die Spitze der Energien ist eben am 21. Und das, was wir da uns vornehmen oder das, was wir an diesem Tag mitnehmen an Energie, das können wir mit unserem Fokus zum Beispiel für den ganzen Monat verwenden, also bis zum restlichen Januar. Oder sogar für das ganze kommende Jahr. Und das ist natürlich etwas Grandioses. Wir können uns also diesen Schwung des Neubeginns, diesen Mut, der hier auftaucht, einfach mitnehmen und wir werden wagemutiger sein. Wir werden eher auf uns schauen, eher gucken, was ist jetzt richtig für mich, was ist wichtig, dass ich tue? Da werden wir mehr zu uns selbst stehen
und uns dadurch dann auch auf neue Gebiete wagen. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja den Spruch, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also es ist ja auch ganz viel zu gewinnen dabei, zu schöpfen, zu erschaffen für uns durch diese Energie. Vielleicht hast du auch die Idee, dich weiterzubilden, ein neues Webinar zu machen. Vielleicht möchtest du sogar das Engelmedium-Webinar mit uns machen. Dann wäre dies jetzt diese Möglichkeit, das zu manifestieren. Diese Energie gibt uns ganz viel Kraft, neue Wege zu gehen. Die gibt uns Kraft, uns selbst zu finden und uns auch spirituell weiterzubilden. Das ist ganz wichtig, dass du auch daran denkst, denn auch die Spiritualität bekommt einen richtigen Schub durch diese große Kraft der Planeten, die nicht mehr rückläufig sind. Und deswegen ist es auch ein sehr guter Zeitpunkt, sich zu entscheiden, vielleicht bestimmte spirituelle Webinare zu machen, um deine Fähigkeiten weiter herauszubilden. Das wäre jetzt genau richtig. In diesem Ritual, was wir nachher machen, kannst du das genau für dich feststellen, was für dich wichtig ist. Und mit der Energie vom Ritual wird sich das dann manifestieren. Wenn du die ganze Zeit gedacht hast, oh, ich möchte gerne Medium werden und jetzt das Webinar mit dem Engelmedium wäre genau das Richtige für dich. Aber vielleicht hast du ja noch so ein bisschen Zweifel oder denkst, ich bin vielleicht nicht geeignet oder vielleicht kann ich das gar nicht. Dann lass die Zweifel los, denn die Zweifel sind einfach nicht angebracht. Das kommt nur vom Verstand und der Verstand möchte festhalten an den alten Dingen, die du schon immer getan und gemacht hast und lässt dadurch das Neue nicht zu. Und jetzt mit dieser Energie hast du die Möglichkeit, für dich dein Leben zu verändern, einen weiteren Schritt voranzugehen. Das ist sehr wichtig, dass du dies weißt und dass du es auch ganz bewusst tust. Die Energien unterstützen dich und das ist das Wichtige dabei. Dann kommt ja auch noch etwas Wundervolles dazu, denn kurz nach diesem Neumond werden ganz viele Planeten nicht mehr rückläufig sein. Und das bringt uns noch mal mehr einen sehr positiven Schwung in diesen Januar hinein, in das Ende des Januars. Und das nehmen wir alles mit für das kommende Jahr. Und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was ist denn für euch wichtig? Wie kann man diese starke Energie, die uns nach vorne bringt, für sich selbst nutzen? Was wäre da eure Absicht? Vielleicht steht ja ein Jobwechsel an, vielleicht möchtet ihr einfach eine neue Stelle mal beginnen und habt euch die ganze Zeit noch nicht richtig getraut, dann wäre das jetzt der Moment, sich nochmal zu besinnen und dann auch aktiv zu werden. Oder vielleicht möchtet ihr auch eine neue Sportart ausprobieren, etwas, was euch auch die ganze Zeit zurückgehalten hat. Also egal, was es ist, oder ihr möchtet verreisen, ihr sagt, oh ja, ich unternehme jetzt eine Reise, ich mache dies und das und ich möchte das gerne sehen und erleben, ein neues Land erkunden. Oder ich möchte umziehen. Viele Menschen stellen sich immer wieder diese Frage, soll ich umziehen? Würde das mein ganzes Leben verändern? Man darf dabei nicht vergessen, dass man die Probleme, die man hat, wenn man welche hat, natürlich beim Umziehen mitnimmt in das neue Heim. Also das werden wir nicht ablegen können. Aber durch diese Wassermann-Energie können sich ja unsere Probleme auflösen. Und das ist das Wichtigste. Und ihr werdet auch sehen, wenn ich euch gleich erzähle, wie das mit dem Ritual ist, dass sich da ganz viel auflösen kann. Wichtig ist es auch, alte Zweifel jetzt mal endlich loszulassen. Und das ist das, was uns ja stärken wird. Jetzt also gerade am 21.01. überlegt euch nochmal, wo habt ihr Zweifel, wo seid ihr euch unsicher, wo wisst ihr nicht genau, wo schwankt ihr immer wieder hin und her. Das
wäre die Energie, die euch leichter dazu bringt, all diese Zweifel loszulassen. Und stell dir vor, du hast keine Zweifel mehr. Dann weißt du ganz genau, was du möchtest. Dann kannst du noch viel mehr mit dieser kraftvollen Energie voranschreiten. Das ist auch wichtig für Krankheiten. Falls jemand krank ist, ich empfehle euch, an diesen Tagen bestimmte Rituale, Meditationen zu machen oder einen Arztbesuch oder zu einem Heiler zu gehen. Es wäre sehr zuträglich, in dieser Energie Heilanwendungen zu machen, egal welcher Art. Das ist also etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und dadurch kann man dann auch seine Alltagsroutine durchbrechen, indem man sich einfach überlegt, jetzt mal was ganz Neues zu machen, etwas, was man kaum macht oder schon lange aufgeschoben hat. Jetzt wäre die Zeit dazu. Und dadurch kommen sehr viele Veränderungen in unser Leben. Wo man ein bisschen geduldig auch sein sollte, es wird nicht von heute auf morgen sich alles ändern. Denn manche Veränderungen brauchen auch ihre Zeit. Und ihr wisst ja, Geduld ist etwas, was wir in der Spiritualität lernen. Denn ich weiß, ich kenne es auch von mir. Ich war am Anfang, als ich Medium war, immer so ungeduldig. Ich wollte alles auf einmal wissen und tun und können. Und ein bisschen Geduld braucht man, denn die Energien brauchen auch ja ihren Platz, um sich zu entfalten. Aber unsere Wünsche und unsere Pläne, die können wir alle sehr gut manifestieren, jetzt in diesen Tagen. Und dann wird sich das im Neumondritual, wir kommen gleich dazu, besonders gut entfalten können. Wo man auch hinschauen sollte, das ist jetzt, es könnten ein paar Kleinigkeiten, Unstimmigkeiten kommen bei Partnerschaften. Also das heißt jetzt in der Ehe, in der Freundschaft oder wenn du andere berufliche Partnerschaften hast, solltest du da hinschauen. Dort könnte es zu Unstimmigkeiten kommen und Reibereien, also da vorsichtig sein und einfach auch dem Drang, jetzt in einer Partnerschaft, dem Drang des Wassermanns, der ja so sehr nach Freiheit strebt. Und das wird er in diesen Tagen besonders extrem haben, dieses Gefühl. Solltet ihr in der Partnerschaft da gegenseitiges Verständnis aufbringen? Und es ändert sich ja auch wieder. Schon am 23.01. sieht das alles ganz anders aus für die Partnerschaften, denn dort stehen die Sterne unheimlich positiv, gerade für Partnerschaften und besonders in der Liebe. Also wenn du jetzt den Wert darauf legst, dass du zum Beispiel deinen Seelenpartner endlich mal treffen möchtest oder dass er sich zeigt, dass sich da was anbahnt, ist dieser Wunsch besonders kräftig, wenn du ihn am 23.01. äußerst. Denn da haben wir von der Numerologie und der Astrologie ein sehr positives Feld und durch die Planeten, die nicht mehr rückläufig sind, auch nochmal diesen Schub. Also denke dran, am 23.01. bekommst du eine unterstützende Energie, um deinen Seelenpartner zu finden oder um die Beziehung zu stärken. Es ist einfach so, dass die Zahl 2 für die Partnerschaft eine große Harmonie bringt und die Zahl 3 für Entwicklung und Wachstum steht. Und wenn man das zusammen anschaut, ist das also eine sehr positive Sache, die eine Partnerschaft unterstützen können und gerade auf der Liebesebene diese Seelen, die Twin Flames, die Seelenpartner. Also nutzt auch diesen Tag, den 23.01., um euch da in diese Energie hineinzubegeben und ganz intensiv zu manifestieren. Damit könnt ihr viel bewirken. Ja, und jetzt erzähle ich euch von diesem Ritual. Und zwar habe ich ja gesagt, es geht um
den Wassermann, um dieses Sternzeichen, und der bringt uns ja viel Wasserenergie, Freiheit, Energie, rebellische Energie. Legt euch an diesen Abend in die Badewanne. Legt euch in die Badewanne und hört euch die Meditation an, die wir heute machen, noch einmal an. Und wenn ihr das könnt, dann macht es um 21:54 Uhr, also um 22 Uhr herum, ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Es kann auch schon um 8 sein oder um 7 abends. Nutzt einfach die Energie und legt euch direkt in die Badewanne, denn da seid ihr dann vom Wasser sowieso umgeben und dann geschieht automatisch ja die Reinigung von äußeren Verschmutzungen vom Körper. Und wenn ihr es manifestiert mit euren Gedanken, dann werden sich auch noch die energetischen Verunreinigungen viel leichter lösen lassen. Legt euch einfach hin ins Bad, macht Kerzen an, wenn ihr möchtet, dass es und das Licht aus, dass es also so eine schöne romantische Stimmung sich ergibt. Macht ein schönes Badesalz rein, was ihr gerne habt. Hört euch eine sanfte Meditationsmusik an, manifestiert eure Wünsche, zum Beispiel den Traumpartner, den Seelenpartner, die Twin Flame, oder lasst einfach eure Zweifel los und stellt euch vor, euer neues Ziel in eurem Leben, den neuen Job, ein neues Haus, einen Umzug, eine Reise, was ihr möchtet. Also alle Wünsche sind da sehr gefragt und willkommen. Und das wird dann durch die Energie des Wassers, in der ihr euch ja befindet, nochmal eine ganz andere Schwingung bekommen. Ihr könnt ruhig auch so ein bisschen dahin träumen und es euch gut gehen lassen. Ich werde jetzt die Meditation mit euch zu diesem Bad in der Wanne machen. Wer jetzt sagt, es könnte ja sein, ihr habt nur eine Dusche, dann stellt euch unter die Dusche. Wenn das zu umständlich ist, dann macht ein Fußbad. Auch das ist möglich. Also stellt eure Füße ins Wasser und auch da kann die Wasserenergie für euch wirken. Also ein schönes warmes Fußbad, vielleicht noch ein bisschen Salz drin oder so, oder eben auch einen Duft, den ihr mögt. Auch das könnt ihr tun. Also macht, versucht irgendwas mit Wasser zu machen. Wer eine Sauna hat, kann in die Sauna gehen und sich danach abduschen. Und vielleicht habt ihr auch einen Whirlpool, also mir fallen tausend Dinge ein. Vielleicht gibt es auch ein Schwimmbad in der Nähe, was nachts auf hat oder so, oder eine öffentliche Sauna. Also guckt einfach mal, was ihr am 21. und am 23. für Möglichkeiten mit Wasser habt. Und wenn ihr es am Tag macht, ist es auch okay, weil ja an dem 21. ist an diesem Tag die Energie sowieso sehr stark. Und am 23. sind ja auch die Energien noch in den Nachwehen genauso stark, wenn ihr für die Liebesbeziehung etwas tun möchtet. Also ein wundervolle Tage erwarten uns und ich freue mich, dass ihr das heute hört und dann auch vielleicht ausprobiert. Schreibt mir bitte unten rein in die Bemerkungen, was ihr machen werdet oder was ihr erlebt habt. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn ihr immer so schöne Botschaften oder Meditationen oder Rituale von mir haben möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren und auch liken und teilen, damit noch mehr Menschen davon erfahren. So, und jetzt lade ich euch ein zu dieser außergewöhnlichen Neumond-Energie-Ritual. So schließe nun deine Augen. Atme dreimal tief ein und aus und spüre, wie die Energie durch deinen Körper strömt, wie das Licht dich berührt, ausdehnt und hält. Vielleicht hast du die Möglichkeit, tatsächlich jetzt ein Bad zu nehmen. Und falls du in der Badewanne liegst, dann lausche einfach meinen Worten. Und falls du keine Möglichkeit hast, ein Bad zu nehmen, dann stell dir einfach vor, dass du jetzt in der Badewanne liegst. Auch das ist möglich.
Und so spürst du, wie das warme Wasser deine Haut berührt. Du riechst vielleicht einen besonderen Duft, den du deinem Wasser beigemischt hast. Und du bist vollkommen entspannt. Du lässt dich einfach treiben. Deine Gedanken, sie kommen und gehen, wie die kleinen weißen Wolken am Himmel. Und du lässt sie auch einfach so, wie sie sind. Wichtig ist jetzt, dass dein Fokus im Hier und Jetzt liegt und dass du spürst, wie dich das Wasser sanft berührt und wie du vielleicht ein paar kleine Wellen machst mit den Händen. Spürst die Wärme des Wassers und wie deine Arme ganz leicht sind. Dein Kopf ist sanft angelehnt und du beginnst zu träumen. In deinen Träumen ist alles erlaubt und du darfst jetzt all die Träume vor deinem dritten Auge entstehen lassen, die du schon lange in deinem Herzen trägst. Das könnte sein, dass du tatsächlich deinen Seelenpartner triffst. Es könnte sein, dass du an deiner privaten Situation eine grundsätzliche Änderung vornehmen möchtest. Es kann alles sein, was dein Herz begehrt. Und so lass nun die Bilder vor deinem dritten Auge entstehen und schmücke diese Bilder aus. Sei dabei sehr genau. Achte auf die Details und genieße weiterhin die Wärme des Wassers. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du dich intensiv auf deine Bilder konzentrieren kannst. Und nun verbinde dich mit der Wassermann-Energie und mit der Neumond-Energie. Vielleicht spürst du, wie jetzt alles noch einmal intensiver wird, wie deine Bilder noch mehr Kraft und Form bekommen. Lass dich tragen und spüre, wie die Energie des Mondes in deine Seele scheint, in dein Herz hineinscheint und wie sich etwas in dir öffnet, etwas Neues und du ganz bei der Sache bist. Und jetzt vielleicht sogar spürst, wie diese kräftige neue Energiewelle zu dir kommt und deinen Wunsch bestärkt. Lass dich treiben und verschmelze so tief wie du kannst mit den Energien, denn sie werden für dein allerhöchstes Wohl wirken. Und so lass dich treiben und schwelge in deinen Visionen. Die Mondenergie gibt dir die Kraft, deinen Weg weiterzugehen.
Und zwar bewusst weiterzugehen. Bewusst und mit aufgerichtetem Haupt. Denn du bist dir bewusst, was du möchtest. Deine Manifestation hast du jetzt abgeschlossen. Und die Kraft des Lichtes durchflutet dich, verbindet sich mit der Wasserenergie und du spürst, wie du zuversichtlich und freudig bei der Sache bist. Und dann nach einer Weile komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße. Und sei wieder ganz da. Du kannst ruhig noch ein wenig in der Badewanne bleiben. Du kannst auch sofort wieder in das Hier und Jetzt kommen. Es liegt bei dir. Tue dies, so wie es sich gut für dich anfühlt. Diese Bilder, die du gesehen hast, begleiten dich nun. Sie sind mit dir verschmolzen und die Neumondenergie hat ihren Teil dazu beigetragen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich wünsche euch allen ganz viel Freude mit diesem Ritual und ich wünsche mir, dass sich eure Wünsche alle erfüllen mögen. Eine Herzensumarmung noch von mir. Bis zum nächsten Video. Muah.